have a cat, though. Ja, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Bevor wir anfangen, ich brauche erstmal ein sehr, sehr wichtiger, ein sehr, sehr dringend, gerade hier im Wachstumswort, Mundi, Digga. Ein Bonbon, Spaß. Wir reagieren endlich mal wieder auf ein neues Video von dem lieben Herrn ABK. Ja, und zwar auf das Video Kuchen TV. Wundere dich jetzt über gar nichts mehr. Safi, jetzt hast du richtig reingeschissen, okay? Diese Überschrift ist sehr, sehr vielversprechend, ne? Wir können uns mal vorstellen, in welche Richtung das gehen wird. Ich glaube, es wird sehr, sehr dreckig. Ich bin gespannt. Ich freue mich, also let's go. Die Frage steht immer noch im Raum. Hast du Gina geschlagen oder hat Gina gelogen? Sagen Sie die Wahrheit! Haben Sie die Frau geschlagen oder nicht? Wenn ich Richter wäre, ich glaube, ich würde die Leute nur anschreien. Leute, KuchenTV hat ein 50-minütiges Video über mich. Oh! Allah, tschüss, habe ich gar nicht gesehen. Hochgeladen. Er sagte, dass er für dieses Video um die 20 Seiten Skript geschrieben hat. Das ist mal wieder ein typischer Fall von Thema verfehlt. Kennt ihr die Leute, die noch in Deutsch Klausuren und dann voll viele Klausurbögen vollschreiben? Am Ende... Ja, Mann, die schreiben 10 Seiten voll und erhoffen sich eine 1, aber haben die wichtigen Punkte gar nicht aufgeschrieben und einfach links, rechts darum hergeredet, haben eine 4 oder 5 bekommen. 5 haben, weil die einfach am Thema vorbeigeredet haben. Genau diesen Fall haben wir auch gerade mit KuchenTV. Sorry, falls ihr mich fragt, wie ich in der Schule war, ich schwöre auf alles. Ich weiß nicht, warum mein Deutsch sich verschlechtert hat, ich weiß schon warum. Ich habe halt die Schule verlassen, ne? Und habe dann wirklich, war viel mit Ausländern, wir haben nur Scheiße gelabert, ich habe keine Bücher gelesen, ich habe mich nicht mit so seriösen deutschen Leuten unterhalten und mich weiterbilden können, Digga, so ehrlich jetzt, mein Wortschatz ist wirklich in den Keller gegangen. Ich habe die deutsche Sprache schon krass verlernt, ne? Und kann mich nicht mehr wie früher artikulieren, sage ich mal so. Aber ich war in Deutschanalysen, ich schwör's euch, so wirklich in der Klasse war ich immer der Heftigste. Immer mit 1 bis 2 hatte ich immer Deutschanalysen. Ihr kennt das doch noch mit Einleitung, Hauptteil, Schluss, Bücher gelesen und das Wichtigste aus den Büchern rausgeholt oder irgendwelche Aufgaben bekommen und darüber eine Analyse geschrieben. Ich habe Deutsch geliebt, das war einer meiner Lieblingsfächer. Habe sehr gerne Analysen geschrieben. Aber kein Plan, warum, Digga. Deswegen sage ich euch ehrlich, Schule ist schon wichtig, Digga. So für die Bildung, ne, dass man einfach nicht dumm ist und so. Ich habe es gemerkt, so nachdem ich die Schule verlassen habe, dass ich immer dümmer geworden bin. Muss man offen und ehrlich zugeben. Er versucht mit allen Mitteln von der Ursprungsfrage abzulenken. Und wenn ich sage alle Mittel, dann meine ich auch alle Mittel. Zuerst macht er ein Video über Miguel Pablo, erzählt über eine gewisse Thematik und versucht mich auch noch in die ganze Sache mit reinzuziehen. Man könnte jetzt natürlich meinen, dass ABK da auch 4 oder 5 Videos gegen macht. Wir können uns aber sicher sein, dadurch, dass ABK mit Miguel cool ist, wird da zum Glück nichts kommen. Ich kann zu Kuchen sofort zu der Sache nur eine Sache sagen, also und zwar Aber dazu und werde auch erstmal nichts weiteres dazu öffentlich sagen, weil ich es nicht wie KuchenTV nötig habe, einen suizidgefährdeten Menschen zu nehmen, ihn einfach dick und fett in seinen Titel zu schreiben, einfach nur von seinen eigenen Fehlern abzulenken. Übrigens hat die Schwester von Miguel Pablo auch ein Video über den gesundheitlichen Zustand von Miguel gemacht. Checkt den ersten Link in der Beschreibung ab und dann wisst ihr ungefähr, was Sache ist. Aber das ist ja noch nicht alles. Erst kürzlich hat KuchenTV auf Twitch Folgendes gesagt. Hey BK, da du ja der Meinung bist, dass alles, was man in die Öffentlichkeit zieht, auch in der Öffentlichkeit geklärt wird. Was denn eigentlich mit deinem Cousin, der in Amsterdam erschossen wurde? Oh. Krass, ich dachte mir schon, also wirklich, ich habe mich schon gefragt, wann wird ABK dieses Thema aufgreifen, ne? Wann wird er dieses Thema ansprechen? Sehr, sehr eklige Sache. Das ging ja auch sehr viral. Viele YouTuber haben sich dazu geäußert, ne? Wie zum Beispiel ApoRed und so weiter. Mal gucken, was ApoRed, ABK dazu zu sagen hat. War das ein 360 No-Scope? Hat man den Täter eigentlich erwischt? Weil denkt. Ne, also. Sehr, 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 sehr unverschämte Äußerungen hier, ne? Kriminelle Machenschaften verwickelt und bist du in kriminelle Machenschaften verwickelt? Ich komm nicht drauf klar, Alter. Ich komm nicht. KuchenTV weiß, dass mein Cousin vor einem Jahr ermordet wurde. Er wurde erschossen und das nur, weil er Zivilcourage geleistet hat. Er hat einen Freund von sich, den er damals schon seit der Grundschule kannte, versucht in einem Gefecht zu verteidigen. Ist dazwischen gegangen, irgendwelche Typen kamen bewaffnet dahin und haben meinen Cousin erschossen. Ich schwöre auf Koran, ganze Körper Gänsehaut. Oh mein Gott, Alter. Boah. Ich schwöre auf Koran, Wallah, Billah. Ich hab grad Gänsehaut von Nacken bis unten. Boah, oh mein Gott, Alter. Mein Cousin war unschuldig und ihn dann hier reinzuziehen und dann noch irgendwie versuchen, welche Sachen ihm anzudrehen. In eine Person, die sich nicht einmal dazu äußern kann oder wehren kann oder sonst was. Aber man merkt einfach, KuchenTV, dass du ein richtig schlechter Vater bist und auch später sein wirst. Weil jeder, der ein Kind hat, weiß, dass man es keinem Elternteil wünscht, dass die Polizei an deiner Tür klopft, die die Klamotten deines Sohnes bringt, um dir zu sagen, dass dein Kind gerade umgebracht wurde. Geschweige denn, dass du noch als Elternteil den Sarg deines eigenen Kindes tragen musst. Oh mein Gott, Wallah. Wallah, Real Talk.
Real Talk vom Fach. Ich hab grad, Wallah, ich hab grad überall Gänsehaut, ne? Ehrlich, geisteskrank. Ich hoffe so sehr, dass sich das Karma dafür richten wird. Dann noch so richtig ekelhaft hat KuchenTV, nachdem er diesen Satz im Livestream gesagt hat, den gleichen Satz 1:1 sogar noch in seinem YouTube-Video gesagt. Dein Cousin wurde doch damals in Amsterdam erschossen. Das hast du ja selber öffentlich gesagt. Also klär das doch jetzt auch mal bitte öffentlich. Was denn da passiert? Wurde er 360 no-scoped? Deswegen habe ich mich auch dazu nicht geäußert. Ich habe jetzt auf meine Fresse gehalten, weil ich ganz genau wusste, diesem Typen muss man einfach nur Zeit geben, dann fickt er sich selbst. Und siehe da, er hat sich zweimal mit demselben Fehler gefickt. IBK, da du ja der Meinung bist, dass alles, was man in die Öffentlichkeit zieht, doch in der Öffentlichkeit geklärt wird. Dein Cousin wurde doch damals in Amsterdam erschossen. Das hast du ja selber öffentlich gesagt. Also klär das doch jetzt auch mal bitte öffentlich. Was man in die Öffentlichkeit zieht, muss in die Öffentlichkeit gezogen werden. Es geht dich überhaupt nichts an, was da passiert ist oder was da nicht passiert ist. Ganz einfach. Ich selber habe es aus meinem Mund nicht in die Öffentlichkeit getragen. Und sogar wenn ich es gemacht hätte, gibt dir das noch lange nicht das Recht, so darüber zu reden. Aber warum lügst du hier wieder deine Zuschauer an und sagst, dass ich es selber öffentlich gemacht hätte? Obwohl das doch so gar nicht stimmt. Deine Freundin Gina hat selber öffentlich auf Instagram gesagt, dass du sie zusammengeschlagen hast. Ja, dann äußere dich doch öffentlich und nimm Stellungnahme, Digga. Ne, wenn du sagst, dass man in die Öffentlichkeit austrägt, soll man auch in die Öffentlichkeit, ne, weiter austragen. Hat selber noch mitgemacht in irgendwelchen Pranks von dir. Mein Cousin wurde ermordet, weil er jemanden versucht hat, das Leben zu retten. Du und Gina sagt ständig, dass ihr nicht wollt, dass euer Sohn mit in diese ganze YouTube-Scheiße mit reingezogen wird. Du machst... Also wieder ein Beispiel, Digga. Aber dann sagen, weißt du... Pack du mal die Geschichte aus über einen Verstorbenen, Digga. Was noch schlimmer ist, Digga, weißt du? Ja, ne, man versteht ja so, man will nicht, dass sein Sohn mit reingezogen wird. Aber zieht dann noch her über Verstorbene, Digga. So, man versteht diesen KuchenTV nicht. Du machst dich über einen ermordeten Sohn einer Mutter lustig, der nichts mit der Öffentlichkeit zu tun hatte, willst aber nicht, dass dein Sohn, den du selber in die Öffentlichkeit ziehst, mit in YouTube reingezogen wird. Deswegen versteht man nicht, Wallah. Ich selber habe über den Vorfall meines Cousins nicht ein einziges Mal öffentlich gesprochen, habe nicht irgendwelche Beiträge, Bilder dazu oder sonst was gepostet. So wie der das da im Stream gesagt hat, merkt man einfach, dass er an die ganze Sache kalkuliert drangegangen ist. Nein, KuchenTV. Denn jetzt, Leute, werde ich ab sofort komplett skrupellos und keine Gnade mehr kennen, wenn es um KuchenTV und seine Familie geht. Und jetzt ist offiziell komplett vorbei. Und das Krasse ist, dass jetzt KuchenTV auch bewusst diese Aussage gebracht hat, weil er ja an seinem Südländer-Image-Denken festhält und denkt, dass er mich durch diese Aussage irgendwie aus der Reserve locken kann und damit irgendwie dafür sorgen kann, dass ich irgendwas Unüberlegtes, Emotionales, Dummes mache, damit er am Ende des Tages doch wieder irgendwie besser dasteht. Dein Cousin wurde doch damals in Amsterdam erschossen. Das hast du ja selber öffentlich gesagt. Also klär das doch jetzt auch mal bitte öffentlich. Was denn da passiert? Wurde er 360 no-scoped? Aber dass KuchenTV sich mal wieder über einen verstorbenen Muslim lustig macht, der erschossen wurde, wundert mich eigentlich gar nicht, weil ich meine, damals, als es dieses Attentat in Neuseeland gab, wo unschuldige Muslime während eines Gebets erschossen wurden, hat er sich ja auch auf Twitter damals darüber... Ja, ich erinnere mich. Schon damals, Digga. Seitdem hasse ich den Typen auch, ne? Seitdem der auch diesen Post gemacht hat, Digga. Lustig gemacht. Und als ich ihn dann als einziger YouTuber in ganz Deutschland darauf aufmerksam gemacht habe und gezeigt habe, wie scheiße das eigentlich ist, hat er auf einmal in einem Video Geld gespendet und ganz scheinheilig gesagt, dass es ihm Motto leid tut. Und siehe da, paar Wochen später macht er sich wieder... Warum? Warum? Erst dann, wo KuchenTV in der Öffentlichkeit von jemandem konfrontiert worden ist, weißt du, wo er gemerkt hat, so, oh fuck, ich hab einen Fehler gemacht, Digga. Mein schwarzer Humor, der war doch wohl ein Stückchen zu viel, Digga, weißt du, hat alle Grenzen überschritten. Ja, scheiße, okay, das ist jetzt in der Öffentlichkeit, was mache ich jetzt? Skandal, ich muss mich rausretten, ja, ich spende mal einfach 1000 Euro, Digga. So, weißt du, das dachte er sich. Sonst hätte er niemals diese 1000 Euro gespendet. Über einen erschossenen Muslim lustig. Was kommt als nächstes von KuchenTV? Macht er sich vielleicht als nächstes über das Attentat in Hanau lustig, wo Leute in einer Shisha-Bar erschossen wurden? Würde mich auch nicht mehr wundern. Weil ich meine, damals hat sich ja KuchenTV sogar dafür gefeiert, dass er einen Amokläufer in seiner Community hatte. David, der Attentäter in München, war einfach in meiner Steam-Fangruppe der Kuchenrepublik Deutschland. Damit lässt sich natürlich schließen, dass David einer meiner Zuschauer war. Dadurch lässt sich natürlich auch das Motiv des Täters erschließen. Da er zu 90% nur Jugendliche erschossen hat, wollte er uns anscheinend von der Facebook-Fates-Jugend befreien, was auf jeden Fall eine Heldentat gewesen wäre. Allerdings ist es natürlich fraglich, ob die getöteten Personen auch in diese Spalte hineinpassen. Er hat ja vorher anscheinend per Facebook-Post die Leute zu den McDonald's kommen lassen. Klüger wäre es gewesen zu sagen, jeder, der zu McDonald's kommt, kriegt 200 Likes auf sein Profilbild, um auch nur diese Person anzulocken. So ist seine Tat zwar ein... Was ein ekelhafter. Ein netter Versuch gewesen, aber nicht wirklich intelligent, weil er eventuell Zuschauer von mir getötet hat, was meine Klicks zum Sinken bringt. Dennoch gibt es... Guck mal, woran der denkt, Digga. Was meine Klicks zum Sinken bringt. Was ein ekelhafter. Für seinen Versuch, uns von der Facebook-Dummheit zu schützen, eine Schweigeminute.
Okay, reicht. Schwarzer Humor schon und gut, den habe ich auch, ja. Aber bei Kuchen davon merkt man auch einfach, dass es sein könnte, dass es sich hierbei gar nicht um einen schwarzen Humor handelt, sondern eher eine gewisse Ernsthaftigkeit überwiegen könnte. Und Leute, an einen Kuchen vor, der immer sagt, dass die ABK Army so asozial ist, ne? Ich habe euch von Anfang an gesagt, dass seine Community kein Stück besser ist. Ich habe solche Kommentare gelesen. Leute, die sich gemeinsam mit ihm über den Tod meines Cousins lustig machen. Und Leute, ich habe noch nicht geschlafen, weil ich gerade das Video umschneiden bin und habe soeben eine E-Mail bekommen. So, Moment. Wir haben uns alle sehen können. Warte, habe ich nicht gesehen. Bekommen. Bitte öffnen Sie das als Anlage beigefügte Schreiben. Sie erhalten dieses vorab per E-Mail mit der Bitte um Kenntnisnahme. Das Original folgt umgehend auf den Postweg. Wenn Sie auf diese E-Mail antworten möchten oder Fragen haben, senden Sie Ihre E-Mail bitte nicht auf diese E-Mail-Adresse, sondern an Ihren Anwalt, Herrn Ansprechpartner der Kanzlei oder an Sie. Heldtim alias KuchenTV, Abdelhalim alias wegen YouTube-Video vom 12.12.2021. Abmahnung. Okay, das heißt, er hat ein Schreiben bekommen von irgendeinem Anwalt, der von Tim Held alias KuchenTV beauftragt worden ist. Das heißt, okay, ganz, ganz hinterhältig, Digga. Hat KuchenTV, ne? Er muss es einsehen, dass er verloren hat. Ne? Und dem bleibt keine andere Wahl. Wie kann er jetzt ABK noch irgendwie schaden? Zum Anwalt rennen, alles klar. Komm. Hey Leute, ich weiß euch ABK Army. Ich habe mir immer eine Army gewünscht, genau für solche Momente. Ich hoffe, ihr wisst alle und ihr könnt meinen Zustand entnehmen, was zu tun ist. Offiziell sage ich das jetzt hier auf YouTube. Jeden Sohn, den ich sehe, der mit KuchenTV ein Video dreht, oder jede Firma, die mit ihm zusammenarbeitet, ich werde die Mutter dieser Person schwängern. Mit allen Mitteln, offiziell. Du brauchst mir jetzt auch wieder gar nicht damit zu kommen, dass ich ja irgendwelche Dinge auf dem Rücken deiner Freundin mache, wenn du versucht hast, irgendwelche Dinge auf dem Grab meines Cousins zu machen. Aber die Frage, die ich mir trotz all dieser Sachen stelle, ist, hast du Gina geschlagen oder hat Gina gelogen, Alter? Geil! Denk nicht ab! Lohnt sich nicht, wenn du auf Tote gehst! Geil! Auf psychisch Kranke gehst! Wir wollen wissen, ob du die geschlagen hast! Geil! Oder ob die gelogen hat, Alter! Ja! Und es wird kein Ende haben und du wirst keine Ruhe haben, weil bei euch einer von beiden gelogen hat. Mach nur noch Videos, die 2 Sekunden lang sind, einfach wo du nur ja oder nein sagst. Weil ja! Je mehr du redest, je mehr Zeit du bekommst, desto mehr Scheiße kommt aus deinem Mund. Und du bist sogar noch Vater. Ja! Du hast sogar noch ein Kind und verhältst dich noch schlechter als ich, Alter. Obwohl du ein Kind hast. Alek, du auf dich. Eine Frau hast. Du hast ein Kind, du bist selber ein Kind. Eisen! Ich hab noch nie so einen Menschen gesehen. Bah, Alter. Oder jeder, der den feiert, ist ein Hurensohn. Boah, Alter, das ist der absolute Prime-ABK, Digga. Wusste ich gar nicht. Der Optimus Prime. Davor, er war der süße Bumblebee, weißt du? Er hat sich ja gerade geöffnet, Digga. Komplett erst aus seiner Blüte. Geil, Waller feier ich. Wenn er ausrastet, Digga, brutal, Land. Alter. Und Leute, es sind jetzt mittlerweile fast 2 Wochen vergangen, wo KuchenTV diese Sache gesagt hat. Ich habe mich bis heute noch nicht dazu geäußert. Und was sehe ich jetzt gerade? Natürlich irgendwie KS Freak ist komplett abgestürzt. Ist er KuchenTV 2? Okay. Nötig. Aber gut, Dinge, die zu weit gehen, kennt man von mir ja eigentlich auch nicht, oder? ABK, da du ja der Meinung bist, dass alles, was man in die Öffentlichkeit zieht, auch in die Öffentlichkeit gekehrt wird. Was denn eigentlich mit deinem... Nein, das machen wir jetzt gar nicht auf. Er macht sich immer noch darüber lustig oder versucht mich immer noch damit zu provozieren. Und wo sind jetzt eure objektiven Meinungs-YouTuber? Ein Tim Jacken am Anlauf. Voilà, wo sind die alle? Der nach dem Motto, ihr Meinungs-YouTuber ist, der objektiv News-YouTuber ist. Wo seid ihr jetzt bei der... Keiner ist objektiv, keiner. Wisst ihr, was die alle sind? Die sind alle vernetzt, connected. Die halten alle zusammen. Die gucken, dass diese YouTuber, weißt du, sich gegenseitig pushen, dass die alle zusammen so nach außen immer alles so heraustragen, so nach dem Motto, dass sie im Recht sind, ne? So Leute wie ABK, so Kennex, weißt du, dass die im Unrecht sind und dass die Bösen sind. Hauptsache, die unterstützen sich gegenseitig, aber wenn es dann um sowas geht, weißt du, wo KuchenTV offensichtlich, ne, einen krassen Fehler begangen hat, ne, etwas sehr, sehr Krasses gemacht hat, was sehr Ekelhaftes mit der Sache mit seinem Cousin, da äußert sich niemand dazu. Da sagt niemand so, ja, KuchenTV, ich bin zwar mit dem gut oder bla bla, keine Ahnung so, aber das war nicht korrekt. Also nicht mal das können die sagen, weißt du? Sache, auf dieses Video braucht die YouTuber jetzt nicht zu reagieren und wir ankommen mit, wow, mein Bein. Egal wie oft ABK Recht hatte oder Recht hat, ne, was er eigentlich immer hat, wenn er gegen andere YouTuber am Beefen ist, die anderen YouTuber, die reagieren darauf nicht, weil die ganz genau wissen, dass das, was ABK in seinen Videos auspackt, ist 100% wahr, es stimmt und ABK hat die rasiert. Fertig. Und deswegen reagieren die nicht drauf, weil die wissen, es bringt nichts. Und dann sagen die so nach dem Motto, wie ein Unge zum Beispiel, ja, ich reagiere jetzt auf dieses Video nicht, es ist unnötig so.
Weißt du, so in etwa. Beileid. Die Aussage ist doch schon da und wurde sogar mehrmals gebracht. Heuchler. Heuchler. Tut euch gar nicht leid. Gar kein Mitleid, ihr habt nichts. Aber auch hier, schweigt dein Unge komplett. Wenn er mich doch so wirklich lieben würde, wie er das gesagt hat, hätte er jetzt hier von selber wenigstens gesagt, ey, das war extrem scheiße von Kuchen. Nochmal an dieser Stelle einfach einen Zuspruch gegeben. Aber die lassen mich selbst bei so einer Sache in der Öffentlichkeit komplett allein. Keiner steht hinter mir. Außer ein ApoRed und Kollegen von mir, die in der Öffentlichkeit stehen, hat keiner was dazu gesagt. Das ist das, Digga. Das ist schon das Traurige. So, weißt du, wie du einen Freund definierst, Digga? Ein Freund, der sowohl an guten und schlechten Tagen zu dir steht, weißt du? Ich hatte auch sowas, Digga, weißt du? Es gab Freunde, mit denen du dich wirklich, wirklich, wirklich gebieft hast, weil die irgendeine hinterhaltige Aktion gebracht haben und du dich mit denen ein Leben lang verabschiedest, weißt du? Wo du sagst, okay, es ist komplett vorbei, tamam. Aber dann gibt es auch so Sachen wie, du hast gute Freunde, vielleicht auch sogar Brüder, mit denen du dich streitest und vielleicht mal ein paar Monate oder Jahre keinen Kontakt hast. Und dennoch redet ihr gegenseitig, ihr redet hinter euren Rücken nicht schlecht, ne? Sondern genau andersherum. Wenn einer zum Beispiel, ich habe jetzt zum Beispiel Streit mit Abdel, und wenn jetzt einer über den ich habe jetzt Streit mit Abdel, wir sind jetzt nicht mehr befreundet, trotzdem als Freund dürfte ich dann niemals hinter seinem Rücken schlecht reden, weil er trotzdem für mich früher da war, er war ein Bruder, weißt du? Man ist zwar verfeindet so, aber man dürfte das nicht machen, Digga. Und das ist das, was bei diesen Leuten fehlt, diese Charaktereigenschaft fehlt einfach so. Ich meine, die sind zwar verfeindet jetzt, die sind keine Freunde mehr, machen einen auf, hier hat man ja... Aber die lassen mich selbst komplett allein, keiner steht hinter mir, außer ein... Warte, wo war das denn? Nichts, aber auch hier, schweigt dein Unge komplett, wenn er mich... Weißt du, ich küsse dein Herz, Abdel Halim. Man macht immer noch einen auf so, ja, ich hab dich trotzdem lieb und bla bla. Aber wenn's so wäre, Digga, dann würdest du doch zu dem stehen, weißt du? Wenn's so wäre, würdest du doch seinen Rücken verteidigen und keine Ahnung, so. Sowas zeigt halt wirklich vom Charakter, sowas zeigt wirklich, ob du ein Mann bist oder nicht, Digga. Weißt du, ob du ein loyaler Freund gewesen bist. Weil selbst wenn ihr Streit habt, Digga, sag ich euch ehrlich, sollte man immer noch zu seinem Ex-Freund stehen, Digga. Das ist richtig eib. Doch so wirklich lieben würde, wie er das gesagt hat, hätte er jetzt hier von selber wenigstens gesagt, ey, das war extrem scheiße von Kuchen, nochmal an dieser Stelle einfach einen Zuspruch gegeben. Aber die lassen mich selbst bei so einer Sache in der Öffentlichkeit komplett allein. Keiner steht hinter mir. Außer ein ApoRed und Kollegen von mir, die in der Öffentlichkeit stehen, hat keiner was dazu gesagt. Aber Leute, jetzt mal ein Rat an alle, die dieses Video sehen und die auch vielleicht was Ähnliches erlebt haben. Wenn jemand bei euch verstorben ist und irgendeine Person meint, euch damit verletzen zu müssen, euch damit beleidigen zu müssen, euch damit angreifen zu müssen, verlasst einfach den Raum, geht einfach von der Person weg. Handelt bitte nicht aus Emotionen, weil am Ende des Tages bringt das die verstorbene Person nicht wieder. Man sagt doch nicht umsonst, wenn jemand stirbt, dass diese Person an einem besseren Ort ist oder Ruhe in Frieden. Diese Sachen sagt man doch, wenn man doch der verstorbenen Person Frieden wünscht. Aber wenn diese verstorbene Person mitbekommt, dass ihr euch auf der Erde streitet, wegen dieser verstorbenen Person oder wegen irgendeiner Aussage gegenüber dieser verstorbenen Person, dann geht es dieser Person nicht gut, weil die Person wird das auch mitbekommen. Sie sieht das auch von da oben. Dann wird diese Person denken, ey, dann wird diese Person traurig werden, weil die sieht, dass ihr euch wegen ihr streitet. Und ich sag euch auch eine Sache noch ehrlich, egal wie hart jemand eine verstorbene Person beleidigt oder euch versucht damit anzugreifen, ne? Am Ende des Tages, Leute, gibt es nichts Schlimmeres als der Tag, an dem ihr den Anruf bekommt, dass eine Person, die ihr liebt, verstorben ist. In diesem Moment bricht für euch eine Welt zusammen. Und das habe ich schon mehrmals erlebt. Und auch an alle strammen Soldaten aus der EBK-Armee, an alle Leute, die mir gesagt haben, boah, die... Ja, Digga, ich kann nicht so 100% mit dem EBK nur zustimmen, ne? Ist halt wirklich, das feiere ich an ihm, Digga. Einfach diese Real Talks nochmal. So, das, was er sagt, Digga. Da kommt nicht einfach irgendeine Scheiße aus seinem Mund, Digga, weißt du. Er wählt seine Worte gut bedacht und er weiß, wovon er redet, Digga. Ne? Er ist ja auch jetzt ein bisschen älter, hat viel erlebt und er gibt wirklich wichtige Werte mit, ne? Für die Kids da draußen und ja, das stimmt, Digga. So ist das, Digga. Lasst euch von keinem provozieren, Digga. Egal, was sie sagen, ne? Ist so. Ist so. Die würden dem richtig gerne einen dafür in die Fresse hauen und sonst was. Macht sowas niemals. Egal wie ekelhaft diese Worte sind, werdet niemals handgreiflich. Wenn wir schon hier von häuslicher Gewalt gegenüber Frauen und sonst was reden, macht niemals in eurem Leben den ersten Schritt in Richtung körperliche Gewalt. Auch wenn ihr zum Beispiel eure Freunde betrogen hat oder sonst was. Niemals sowas machen. Auch nicht mit dem Gedankensprung, boah, ich schick da Leute hin oder ich mach was. Macht das niemals. Am Ende des Tages ist das alles nur ein Test von Gott. Und solange wir auf der Erde sind, werden wir tagtäglich geprüft. Deswegen denkt dran, eure Gefühle zu kontrollieren und nicht aus Emotionen zu handeln. Auch wenn es nicht immer klappt. Aber genauso wie manchmal sogar
schon ein Versuch strafbar ist, ist allein schon der Versuch, ruhiger an die Sache zu gehen, sicherer. Deswegen macht es im echten Leben, so wie ich das hier auf YouTube mache oder auch privat selber so mache, wenn euch etwas mies verletzt hat, zieht euch einfach für eine Zeit zurück und verarbeitet das mit euch selbst. Wir haben jetzt in dieser Sache gesehen, dass KuchenTV die ganze Zeit versucht, vom Thema abzulenken, total aus Emotionen richtig dumm handelt, obwohl er mich die ganze Zeit als asozial und sonst was bezeichnet. Was bist du bitte, wenn ich asozial bin? Und egal, wie viele Videos KuchenTV jetzt noch macht oder wie oft er sich noch weiter fickt, ich bin Lehrer, du bist Schüler, bleib bitte beim Thema. Oh mein Gott! Bitte, macht diese Line groß, Digga. Ich bin Lehrer, du bist Schüler. Das müsst ihr jedes Mal, wenn, also wirklich, Wallah, wenn ihr irgendwie Kuchen versucht cool zu machen, kommentiert, schreibt den, sagt den, ich bin Lehrer, du bist Schüler. ABK ist Lehrer, du bist Schüler, vergiss das nicht. Du wirst immer sein Lehrling bleiben, immer sein Schüler. Er ist Lehrer. Boah, war live die Gausse. Ey, Junge, geil. Hat Gina gelogen oder hast du Gina geschlagen? Geil. Ja, geil, Digga, geil. Geiles Finale, wenn man das als Finale bezeichnen kann, Digga. Ihr wisst, wie ich zu der Sache stehe, was meine Meinung ist, Digga. Ja, 100%. 100% ist ABK im Recht, Digga. Ihr habt ja selber mitbekommen, ne, was für ekelhafte Aussagen da von KuchenTV von seiner Seite gekommen sind. Deswegen verstehe ich auch nicht, wie man immer noch zu Kuchen stehen kann, den feiern kann, Digga, mit solchen Aussagen. Ohne Witz, die Leute, die ihn feiern und die zu solchen Aussagen zustimmen, die sind meiner Meinung nach richtig kaputt, Digga. Aber gut, eure Meinung gerne in die Kommentare. Das war's mit dem Reaction-Video. Wir sehen uns morgen wieder, Freunde. Haut rein. Ciao.